Und hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ja, wir machen hier direkt mit den kleinen Quests weiter auf der Insel hier. Und jetzt muss ich erstmal suchen, wer hier meine Hilfe benötigt. Der gute Joe. Buh, super, ja, wo bist du? Buhu. Oh, Rotz. Hallo, hast du Super Jal gesehen? Rotz. Wer Super Jal ist? Das weißt du nicht. Er ist der Beste, der Größte, der Stärkste. Und er fliegt schneller als der Blitz. Wie kann man das nicht wissen, wer Super Jal ist? Oh, ich war so überrascht, dass ich ihn ganz vergessen habe. Traurig zu sein. Wer bist du eigentlich? Lara, du musst für die Einzige sein, die nicht weiß, wer Super Jal ist. Hm, wenn ich dir sage, wie Super Jal aussieht, kannst du mir dann helfen, ihn zu finden? Du kannst! Hurra! Super Jal ist der Größte, Stärkste und Schnellste. Ungefähr 20 cm lang und er kann die Arme auf und ab bewegen. Und er sagt sogar coole Sachen, wenn man einen Knopf auf seinen Rücken drückt beim Licht der Aliens oder nimm dich in Acht vor Jals Säbel, elender Wurm, Knarox. Er hat schließlich seine magische Janus-Säbel. Jetzt weißt du wohl, wie er ist, nicht? Ist, oder? Nicht? Ist ja auch egal. Er ist auf jeden Fall super nett, wenn du ihm mir helfen, wenn du mir helfen kannst. Ich suche hier und du da hinten. Er muss ja irgendwo sein. Na klar, aber das mache ich zu Fuß. Eindeutig zu Fuß. Es geht vielleicht ein bisschen schneller. Oh, das Pony, das ist ja auch süß. Also das hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist auch sehr schön. So, aber suchen wir erstmal weiter nach den kleinen Zeugs hier. So, hier suchen. Nicht so interessantes gefunden. Hier vielleicht. Auch nichts interessantes. Dann ist da hinten noch was. Vielleicht irgendwas Schönes. Nope, leider nicht. Dann wird es wohl dann hier sein oder auch nicht. Wo genau ist das jetzt? Diese letzte kleine süße Stelle? Ich dachte, du suchst mit. Ja. Also ist die Frage, wo kann man noch suchen? Irgendwo hier müsste es ja rein theoretisch sein, aber irgendwie auch wiederum. Ah, hier hinten, okay. Du hast nichts Interessantes gefunden, aber jetzt gibt es ja trotzdem noch eine Schnelle. Wo, bitte? Hier hinten vielleicht auch irgendwo? Nope. Aber irgendwo hier muss ja noch was sein. Kann ja nicht sein, dass hier nichts mehr ist. Hier wird mir noch eine Markierung angezeigt. Super komisch. Hä? Ja, okay. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Okay, das ist also Tiefterre zurück zum Schrand. Okay. Ist ja nicht wirklich ein Schrand, aber ist auch egal. Ja, aber mal ganz im Ernst, wo ist denn das Teil? Hier müsste es doch jetzt mal langsam wirklich irgendwo glitzern. Okay, vielleicht hier doch noch irgendwo. Vielleicht auch hier drinne. Ja, ups. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, ja, tatsächlich hier so ein Suchplatz. Irgendwie hinkommen könnte, wäre das auch schön. Ah, du hast Super Jal gefunden, okay. Sehr schön. Dann hast du hier deinen Super Jal. Super Jal, du hast ihn gefunden. Danke, danke, danke. Ich werde ihn nie wieder verlieren. Ich verspreche es. Gut, dann habe ich das auch geschafft. Dann bin ich jetzt hier schon mal fertig. Gott, ich habe vergessen, die Stoppuhr neu zu starten. Ganz kurz, ich habe ganz kurz ein Standbild. 5 Minuten. Okay, dann geht es jetzt noch 10 Minuten einfach. Also, jetzt so für mich, dass ich weiß, wie lange es noch ungefähr geht. Okay, ich habe jetzt da drüben noch eine Quest. Das heißt, ich reite falsch.
Aber egal, ich kann auch hier rumreiten. Ich mache jetzt noch hier die Quest und dann hoffe ich, dass ich immer endlich fertig bin langsam. Weil so langsam möchte ich gerne auch andere Quests erledigen, die ich heute wahrscheinlich sowieso nicht mehr schaffen werde, ab dem nächsten Mal halt. Ich möchte so gerne noch die bei Justin machen, dann habe ich hier oben noch eine Quest, die ich gefunden habe. Dort noch was, dann habe ich im Moorland noch etwas. Weiß jetzt gar nicht, was das ist, aber auf jeden Fall habe ich da noch etwas. Ja, und deswegen... Oh, ich bin so knapp für Level 11 und ich werde gerne mal wenigstens eine Woche so ein Level schaffen oder in 2 Wochen dann ein Level schaffen. Das wäre vielleicht mal ganz nett. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich das hinbekomme. No, ich habe ja noch ein paar Folgen zu aufnehmen diese Woche. Also für diese Woche, nicht diese Woche, sondern für diese Woche. Und dann werde ich das hoffentlich alles schaffen. Ja, auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Jetzt rede ich aber erstmal mit dem guten Herrn, der dort hinten war. Bin mal sehr gespannt, wer das ist und wer das macht. Was er möchte. So, wie hieß du nochmal? Z, okay. Hallo, hilfst du mir mit meinem Job? Super. Wie heißt du denn? Lara, cooler Name. Ich heiße Z. Ich bin Manager des neuen Laden, der hier in Jadaheim eröffnen soll. Ich finde, dass es hier in der Gegend zu wenig Gorgon Roll gibt. Aus diesem Grund kam mir der Gedanke, dass ich hier einen Laden mit pumpigen Klamotten eröffnen soll. Das wäre doch mega cool, oder? Ich habe wahnsinnig viel für das Marketing des Ladens zu tun. Deswegen hatte ich gehofft, dass du mir ein wenig helfen könntest. Nice, super nett, dass du mir helfen willst. Ich zeige dir, wo mein Geschäft sein wird. Komm mit. Okay. Hier werde ich den Laden hochziehen. Das wird ultra cool. Los, lass uns loslegen. Okay. Jetzt, wo du weißt, wo mein Schuppen stehen wird, können wir ihn ja aufbauen. Ich habe leider nicht das nötige Werkzeug, aber ich weiß, dass Baumeister Donald eine ganze Menge an Werkzeug hat. Kannst du ihn nicht fragen, ob er uns da wann... ja, mache ich. Zisch ab und frag den alten Knacker auf, nicht? Sagt er ja. Ey, nicht so gemein zu Donald, der ist richtig cool, ja. So... Hi Lara, du brauchst Werkzeug von mir zum Leihen? Na klar, das ist gar kein Problem. Du willst erst einen Hammer und ein Blecheisen haben? Hi aus! Die sind gerade nicht hier. August Goldspur hat sie. Okay. Muss ich jetzt zur Goldspur? Warte, du willst noch was von mir? Entschuldigung. Ich würde sagen, es ist am schlausten, wenn du zu August einfach fragst. Er braucht die Werkzeuge so nicht, nur um ihre Reide zur Goldspur. Ja, mache ich. Tut mir übrigens leid, wenn ich jetzt nicht mehr so gründlich durch alles lese, aber ja gut, man kann sich ja vieles dann noch zusammenreimen. Und jedes Wort braucht man ja nicht so hundertprozentig bei so kleinen Zwischenquests mal. Bei der Hauptstory-Quest, ich weiß gar nicht, was die Hauptstory-Quest so wirklich ist, aber ich denke mal, das ist das mit Justin und so ein Zeug, werde ich natürlich alles ganz Wort für Wort lesen. Aber jetzt erstmal nicht. Und ich denke, den größten Sommer versteht man ja. So. Aha, ich muss doch irgendwie Sims aufnehmen, fällt mir gerade ein. Verdammte Axt. Und ich bin falsch geritten. Wieso reite ich immer falsch? Ich muss nach oben. Egal. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt, dass da oben auch noch was ist. Ah, da ist noch was. So. Okay. Uhrzeit passt noch. Sehr schön. So, Madame. Oder August, besser, Monsieur, Entschuldigung. Willkommen zurück. Na, dich habe ich ja schon länger nicht mehr gesehen. Was willst du diesmal? Geliehenes Werkzeug von Baumeister Donald? Den rostigen Schrott hatte ich ja schon ganz vergessen. Natürlich bekommst du die alten Dinger geliehen, wenn Donald damit einverstanden ist. Sie gehören schließlich ihm und ich brauche sie nicht mehr. Da hast du es. Jetzt wo der Kram endlich... Kannst du weitermachen? Ja, nein. Okay. Okay. Was willst du damit? Ach so, einen neuen Laden spannen. Ja. Viel Erfolg. Okay, mein Ruf ist gestiegen. Interessant. Freut mich doch.
Ich freue mich immer über ein bisschen mehr Ruf, weil da kann man sich irgendwann coolere Sachen kaufen. So. Ja, genau. Na, ich bin gespannt, wie lange das dauern wird, weil dann kann ich dann später vielleicht doch noch, Entschuldigung, eine andere Quest machen. Ich würde die so gerne mit Justin weitermachen, weil die interessiert mich so extrem sehr. Wenigstens anfangen weiterzumachen. Weil ich denke, geht noch ein ganzes Eckchen. Und Segen. Ja, ich würde sie wirklich sehr, sehr gerne weitermachen. So, aber jetzt müssen wir erstmal hier zurückhalten. Und den guten Set, das Werkzeug geben. Oder ich denke mal, wir müssten damit selber das Ding aufbauen, weil er, denke ich, das nicht machen möchte. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich möchte ja keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich denke, so wird es ausgehen. Und ich möchte auch keinen Reitclub beitreten, weil ich irgendeinen Gen 1 selber erstellen möchte. Aber jetzt erstmal noch nicht. So, Z. Z, 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 Z. So. Nice. Dann sind wir ja schon einen Schritt weiter. Super. Dann schauen wir mal, ob wir sonst noch was haben, was wir brauchen. Ja, alles haben, was wir brauchen. Weißt du was? Na, manchmal bin ich etwas verwirrt. Ich habe nämlich die Nägel verloren, die ich besorgen habe. Das muss passiert sein, als die Werkzeuge zu meinem Papa getragen habe. Ist einfach zu viel zu tragen. Sogar ich stelle manchmal seinen Unsinn an. Ich bin mir sicher, dass ich die Nägel irgendwo in Jalaheim verloren habe. Schau dich mal um. Vielleicht kannst du sie finden. Ist ja auch nicht gerade eine große Schrecke, die man nie wieder absuchen muss. Oh Gott. Das wird doch wieder so ewig dauern. Okay, 1 von 5 Nägel schon mal. Ist ja schon mal ganz positiv. Dass man schon mal so ein paar Nägelchen hat. Ach, da hinten ist noch eine Stelle. Sehr schön. Ich denke mal, im großen Ganzen sind hier überall irgendwelche Stellchen. Hier haben wir aber nichts Interessantes gefunden. Und hinten sind da noch neue Sachen. So, aber hier auch nichts Interessantes. So, könnte man ja noch gucken. Ist ja auch eine ziemlich große Stadt, muss man ja dazu sagen. Hier könnte überall irgendwo was rumliegen. Da oben ist aber noch was, sehr schön. Also sehr schön, aber weiß man wenigstens, wo man es finden kann. Du hast nichts gefunden. Okay, jetzt finden wir schon ziemlich lange nichts mehr. Ich reite mal nach oben. Vielleicht finde ich ja auf den erhöhten Dingern hier was. Also auf dieser höheren Ebene. Aber auch hier ist nicht wirklich was. Verdammt, irgendwo muss doch hier was sein. Da unten ist noch was. Sehr schön. Okay, sehr schön. Nochmal Nägel gefunden. Dann gucke ich mich hier unten einfach noch ein bisschen weiter um. Hier wird schon sicherlich noch irgendwo was sein. Ja, da ist es noch was. Sehr schön. Aber wieder nichts Interessantes gefunden. Oh, wie verschreut hat er denn bitte seine Nägel verloren? Verdammt. Na los, komm, fährt schon. Stell dich nicht so an. Okay, nein, das war noch ein Pilz. Ich dachte, er hat es geglitzert. Ernsthaft, jetzt kann ich ja in so ein paar Bänken vorbeirennen. Wieso muss er denn nochmal seine Sachen verlieren? Das ganze Teil leuchtet orange, aber man sieht ja hier auch überhaupt nichts mehr wirklich. Okay, aber wo kann denn hier noch was sein? Es kann doch natürlich überall rumliegen. Hier vielleicht irgendwas? Nope, hier ist nichts. Hier oben vielleicht irgendwo was? Okay, wartet da. Da ist doch was, sehr schön. Wäre natürlich schön, wenn hier jetzt was wäre. Ach gut, das Tor ist jetzt hier anscheinend immer offen. Nochmal Nägel. Jetzt sind wir noch 2 Stück. Sehr schön. Oh, das mache ich jetzt noch so endlich. Ich höre jetzt hier nicht auf bei Nägel suchen. Okay, hier oben ist doch noch ein bisschen was. So. Nichts Interessantes gefunden, okay. Ich würde mal interessieren, ob die ganzen anderen Läden, die es hier noch gibt, dann auch irgendwann noch immer aufmachen, die hier noch geschlossen sind. Ja, komm, Fettchen. Immer schon weiterreiten, ja?
Ach, nichts Interessantes gefunden. Ja, wieso sollte ich denn noch was Interessantes finden? Na. Wieso reite ich eigentlich überall dagegen? Ich bin so der richtig schlechteste Reiter der Welt. Ich bin eine Gefahr für alle Pferde irgendwie. So, dann hier. Nichts Interessantes gefunden. Ja. Das kann noch ewig dauern. Komm schon, irgendwo müssen hier doch noch ein paar Nägel sein. Ich reite jetzt einfach noch mal kurz rum und gucken, ob ich noch mehr finde. Oder ob es das dann hier war. So eine kleine Quest sind dann. Oh, da unten ist ein Stern. Oh, da unten ist noch was. Oh, ich muss da irgendwie hinkommen. Ich glaube, es war diese Seitendings da. Okay. Ah, das ist auf jeden Fall auch ein Stern. Nein, Pferd. Ich biege nach rechts und es geht einfach nicht nach rechts. Das ist echt so ein bisschen nervig. Oh, da komme ich ja gar nicht lang. Und jetzt sind hier Fässer noch im Weg. Ah. So. Dann reite ich jetzt erstmal wieder schnell nach unten und gucken, ob ich da irgendwie in die Ecke reinkomme. Eigentlich, wenn ich alles tausche, muss ich zurück zu Z. Dann dort in die Passage irgendwie rein. Warte mal, dazu gehe ich mal vom Pferd runter. Vielleicht finde ich hier noch was. Wäre natürlich schön und so. So, hier hinten jetzt. Ja, genau. Wie komme ich dorthin? Das würde mich auch mal interessieren, weil dort drin war irgendwie ein Stern. Ah, ich habe tatsächlich hier noch einen Nagel gefunden. Das ist ja auch sehr lustig. Aber hier komme ich nicht zufällig hin. Okay, vielleicht mal andersrum. Den Stern möchte ich jetzt gerne haben. Also ist diese Suchfläche wegen schon mal ein bisschen kleiner geworden. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg. Vielleicht komme ich auch noch mit dem Pferd hin. Ah, genau, ich muss hier hinter... Oh, da komme ich doch nie wieder vor. Das lasse ich jetzt. Das mache ich jetzt nicht. Das ist mir zu gefährlich. Dann verschiebe ich das auf später. Komm, warte, wir reiten noch ein bisschen rum. Es sind ja auch gar nicht mehr so viele Nägel, aber ich würde die halt auch... Ah, da hinten ist noch was, okay. Bitte lass es die Nägel sein. Bitte, 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 bitte. Warum sollten sie es denn auch sein? Gut, ich gehe mal hier raus und hören. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Vor allem nicht raus und draußen heißt das. Hopp, ich kann hier mal so ein bisschen rumreiten. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo was. Wenn nicht, dann reite ich halt dann wieder andersrum wieder rein. Ist jetzt auch egal. Okay, diese Nägel zu finden, hält mich doch länger auf, als ich dachte. Na gut, dann halt halt hier wieder rein. Ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Irgendwo hier muss doch noch was sein. War da gerade was am Baum? Da war nichts. Aber es muss doch hier noch irgendwo was rumliegen. Oh Gott. Ich probiere mal irgendwie dorthin zu kommen. Vielleicht ist dort ja noch irgendwie irgendwo etwas. Jetzt geht die Folge auch schon wieder extrem lange. Tut mir leid, da ist noch was. Sehr schön. Bitte, bitte, lass es Nägel sein. Ja, ich hab's geschafft. Die Anforderung ist erfüllt. Oh, ich bin gerade so happy, dass ich das hinter mir hab. Endlich erfüllt. Meine Stimme wird langsam ein bisschen nachlässig. Ich sollte dann erstmal eine Pause machen, gerade wenn ich dann nachher noch streame. Wird das besser sein, wenn ich dann erstmal meine Stimme ein bisschen schone. Du hast sie gefunden. Mega. Dann können wir endlich anfangen. Das wurde aber auch Zeit. Jetzt, wo wir alles vorbereiten, müssen wir in den Schuppen nur noch hochziehen. Da würde ich, ich wünschte, ich... Warte, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. So, ich wünschte, ich könnte dir dabei helfen, doch leider bin ich bedeutenderweise nicht so begabt. Ich bin nur begabt, wenn es um Musik geht. Okay, alles, was wir bei Boss liegt hier auf den Haufen. Einfach nur hämmern, okay. Klar, mache ich. Mache ich doch gerne. Baue ich den Spaß mal schnell auf. So,
war sogar richtig kombiniert. Okay. Schon fertig, fleißig und auch so schnell. Das war spitze. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich habe das T-Shirt bei unserer coolen Druckerei Daisy bestellt, die gleichzeitig noch meine Freundin... oh Gott, wieso, was ist denn los? Auch nochmal eine Freundin. Sie ist ein Profi, was das Drucken von Kleidungsstücken angeht. Sie wird auch in Zukunft viel helfen. Ich bin froh, dass ich eine Freundin habe, die mich gleichzeitig auch noch so unter die Arme greifen kann. Ich habe heute noch gar nicht mit der sie gesprochen und ich wüsste gerne, wie weit es mit Tiefer ist. Schon mal im Café von Jadaheim. Okay. Ja, komm. Ist jetzt egal. Die Quest machen wir noch schnell fertig. Ich spüre es auch mal ein bisschen ruhiger und rede nicht mehr ganz so viel, weil meine Stimme ist gerade so ein bisschen... Ich muss ja noch einen Stream machen. Also, wie gesagt, für mich heute, nicht für euch heute. Deswegen genießt die Hintergrundmusik einfach. Das ist voll komisch, nicht zu sagen. Deswegen erzähle ich doch noch ein bisschen rum. Ich weiß nicht was. Mal gucken, wie weit wir hier vom... Oh, ich habe fast mein Geld für das Zaumzeug erreicht. Oder ich habe es schon erreicht, besser gesagt. Das heißt, ich kann mir erst in einer der nächsten Folgen, die wir dort vielleicht in der Nähe sein werden... Auf jeden Fall, weil ich will dann so schnell wie möglich dorthin reiten. Und dann dort weitermachen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mal diese Zau... Ich habe die Freundschaft, dass er aufgemacht hat. Und mal diese Zäune. Schlimm. So. Hallo. Du, wer bist du? Ach, du arbeitest mit Z. Cool. Ich... Wie ist es mit den Schaust aus? Ja, es geht voran. Es wird nicht mehr lange dauern. Leider ist die Farbe ausgegangen. Es sieht also folgendermaßen aus, Lara. Ich brauche unbedingt mehr Farbe. Doch leider kann ich meinen Fuß feinen Fuß verstopfen. Auf der Uhrzeit kann ich das ganz schön wild zugehen. Doch du hast wahrscheinlich keine Ahnung davon. Ich rede. Ich habe auf jeden Fall eine Farbbestellung aufgeben. Und ich glaube, dass ich zum zum Frachtsteg einer Bestellung aufgekommen ist. Dass sie im sprich mir da. Okay, ja. Mach ich. Ja, ich weiß, das ist nett, ja. Oh ne, ich muss jetzt nach Fort Pinter. Okay, Leute. Aber es ist gerade eine Fähre gekommen. Vielleicht kann ich dann noch schnell nach Fort Pinter. Die fährt auch nach Fort Pinter, oder? Oh, sehr gut. Oh mein Gott, das dauert noch so ewig. Aber egal, das ziehe ich jetzt noch schnell durch. Auf jeden Fall hole ich jetzt hier wenigstens schnell noch ab. Aber alles andere wäre sowieso schwachsinnig, weil ich muss das jetzt sowieso fertig machen. Ach man. Die Folge wird jetzt wieder ein bisschen länger. Nicht wundern. Ja, dann leg ab, Fähre, bitte. Ich muss schnell los. Ich habe ja noch was anderes vor. Ich muss dann noch was essen und dann muss ich... Oh Gott. Stress pur. Ich muss auf jeden Fall was essen. Ich habe riesigen Hunger. Ich hasse es, wenn ich Hunger habe. Ach, Versuch. Sehr schön. Ich mag die Musik. Die ist so extrem cool. Ich glaube, die ist wieder im Fort Pinter, die Disco. Ich finde es echt schön, dass wir uns in den Ressourcen machen. Ich weiß, es ist einfach nur nervig. Ich freue mich so auf weitere Quests. Sehr schön. Fort Pinter. Die Disco ist schon voll im Gang. So, sehr schön. Dann kannst du jetzt gleich losgehen. Willkommen in Fort Pinter. Oh, ich muss was essen. Ich muss ja dann sofort was zu essen machen. So langsam bekomme ich ein kleines Hüngerchen. So, abbremsen, umbiegen und hochreiten. Ich mag die Musik. wo muss ich hier hin? Hat er kleine geldgeile Sack, die Sachen? Ist das der kleine James? Hallo! Bist du wegen der Farben, die ich an Daisy ausliefern sollte? Jupp. Die Farbe soll einem der Fässer unten im Steg im Verpinter liegen. Leider habe ich die Fässer durcheinander gebracht, sodass ich jetzt nicht mehr weiß, in welche die Farbe ist. Schau dich ein wenig um, vielleicht kannst du sie ja finden. Ach, James.
Unser süßer kleiner Junge. Er ist doch wirklich ein bisschen speziell. Sehr speziell. James hat sie nicht bei alle, wenn ihr mich fragt. Aber mich fragt ja keiner, deswegen ist es auch egal. Nichts Interessantes vorkommt. Wie kann man denn die Fässer alle durcheinander bringen? Hat der Junge sowas wie ein System? So. Ah, sehr schön. Ich habe die Farbe gefunden. Jetzt muss ich ernsthaft hier hoch zu James reiten. Ach, come on. Leute, das gibt's doch nicht. Egal, wir haben Zeit. So, nicht wirklich Zeit, aber ja, es geht schon noch. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Fähre zurückverpasst. Aber was soll's. Okay. Du hast die Farbe gefunden. Juhu. Bitte verzeih die Umstände. Ich werde in Zukunft besser Acht geben. Farbauffüllung. So, dann ist jetzt so alles fertig. Danke, dass du schnell gekommen bist. Reite nun zu Daisy und gebe die Farbe. Mach's gut. Okay. Ich bin echt froh, dass es diese Fähren gibt. Stimmt, die Fähren gibt es auch noch. Da ist es natürlich auch eine Verbindung zu Jalaheim. Das ist der Endefeld Provence. Provinz, besser gesagt, nicht Provence. Och, nicht ernsthaft. So, da fort Pinter, da Endefeld. Ich weiß es gerade gar nicht, wo ich ablegen muss. Ich glaube, hier war es. Oder ich muss da kurz gucken. Da gibt es aber zum Glück einen Plan. So. Ja, doch nicht. Dann muss ich halt einfach warten. Ich hoffe. Ah, doch, nach Jalaheim da oben. Ah, die Fähre kommt schon perfekt zeitlich. Perfekt abgestimmt. Was macht sie denn da? Wieso macht sie sowas? Kann man da echt hin? Aber ich kann gerade eh nicht absteigen. Oh, sehr schön. Ich muss mich jetzt einfach kurz schrecken. Tut mir leid. Die Folge geht jetzt auch schon wieder auf eine halbe Stunde. Aber alles halb so wild. Wir sind ja hoffentlich gleich fertig, beziehungsweise mache ich auch gleich Schluss. Aber ich möchte gerne die Quest fertig machen. Was dauert, hat noch eine Ecke. Okay, ich trinke mal ganz kurz wieder ein Schlückchen. Nicht wundern, aber wir haben ja ein bisschen Zeit. So, und dann geht's jetzt frohen Modus nach Jalaheim zurück und dann habe ich die Quest hoffentlich gleich geschafft. Ich weiß nicht, so manche kleinen Sachen ziehen sich dann doch wieder so ein bisschen länger. Aber sind ja schön, also ich will mich gar nicht beschweren über die Quest auf gar keinen Fall, weil wie gesagt, die sind schön und so. Und die machen wirklich extrem viel Laune und Lust. Ich gucke mir gerade die Karte und überlege. Und die Musik ist irgendwie weg. Na gut, nicht ganz, aber sonst kommt ja eigentlich mal Musik auf jeden Fall in Südhof und dann Fort Pinterkamp Physik. Physik, genau. Musik, nicht Physik. Das sind doch zwei andere Themengebiete, wo sie auch ein bisschen zusammenhängen. Aber ja. Dann reden wir jetzt erstmal mit der guten Dame. Also mit der guten Daisy. Oh, nice, du hast die Farbe geholt. Jetzt kann ich endlich damit anfangen, die Shirts zu färben. Die werden super. Es wäre doch eine Weile dauern, da die Farbe trocken kommen. Komm einfach morgen wieder. Ja. Oh, wir sind doch mal Level aufgestiegen. Sehr schön, da freue ich mich doch. So, dann kann mir vielleicht noch die Fähre gleich zurückschaffen. Oder ich auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich für euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.